Da sind wir wieder. Jetzt ist natürlich die Frage, schaffen wir es hier durch oder schaffen wir es nicht? Ich schau mal kurz, wie viel Energie habe ich noch. Genug. Ich muss auf jeden Fall meinen Elum sagen, dass er hier stehen bleiben muss. Weil, ja, er sonst die Bomben aktiviert. So. Okay, die haben schon ziemlich gut geballert. Das liegt anscheinend doch nicht an den, an dem wenigen Leben. Ich bin mir nicht sicher, ob ich von den Bomben erreicht werde. Achso, der Stein reicht anscheinend nicht aus. Okay. Ja, müssen wir mal schauen, wie das jetzt hier läuft. Ob das irgendwie, vor allem wie das machbar ist. Ich weiß nicht, vielleicht kann ich auch langsam, vielleicht wird man mich da nicht hören. Okay, anscheinend doch. Aber ich könnte warten, bis der eine hinter dem einen Baum da ist. Und besser als Baum, hinter dem einen Felsen. Und dann könnte ich vielleicht los. So. Lol. So, okay. Dann nochmal kurz speichern. Dann muss ich abwarten, bis der eine hinter dem ist. Und das... Bombenteil da nicht mehr ist. Hey, Alter! Was soll das denn? Wie soll das denn schaffbar sein? Vor allem... wie viel Life habe ich denn? Ich habe doch immer geguckt. Eins? Halt's Maul. Ich habe doch hier gerade noch welche bekommen. Speichere ich nicht richtig oder bin ich dumm? So. Hier habe ich doch jetzt genug, rein theoretisch. So. Hier habe ich immer noch genug. Jetzt speichere ich. Hier habe ich immer noch genug. Alles klar. Jetzt speichere ich nochmal. Okay, ich bin immer One-Shot. So ist es einfach. Ach, wahrscheinlich, weil sie auf die Bomben knallen. Das ist das Problem. Nein, Moment. Ich habe genug Energie, so ist es nicht. Also hinter da im Hintergrund wird zumindest gezeigt, dass wir das Elum, glaube ich, hier lassen müssen. Ich werde einfach die ganze Zeit getroffen. Ich weiß gerade nicht, wie ich hier durchkommen muss. Da muss ich ehrlich sagen. Ey, komm mal als Maul da. Ich komme hier nicht durch. Ich habe auch keine Ahnung, wie das klappen soll. Ohne Witz. Da bin ich jetzt gerade echt vor einem Rätsel. Muss ich ehrlich sagen. Also erstmal natürlich laden, das ist ja schon mal clear. Okay, die Bombe, die erreicht mich auf jeden Fall. Hier werde ich noch nicht gesehen. Vielleicht muss ich... Ich muss da gucken, ob das mit dem... Mit dem Schleichen... ein bisschen einfacher ist. Aber im Grunde genommen muss ich auch irgendwann durch, weil mich sonst diese Bombe erwischt. Ich guck mal kurz, wie weit die noch geht. Ist in Ordnung. Ich muss es gleich mal versuchen. Okay, keine Ahnung, wie es jetzt hier weitergeht. Ich weiß ehrlich gesagt wirklich nicht weiter gerade. Schaden kann ich nicht, weil da diese Viecher sind. Das Elo muss ich... muss hier bleiben. Was haben wir denn im Hintergrund? Ist da irgendwas? Da werde ich nur getroffen.
Vielleicht hilft das ja eben kurz, diese zu verwirren. Ah, ja, das hilft. Alles klar. Machen wir das. So. Machen kurz das. Und dann... Ja, wir müssen noch mal kurz warten. Ah, jawohl. Jetzt haben wir es endlich geschafft. Meine Jüde. Hat ja einfach nur 1000 Jahre gebraucht. Hier brauchen wir ein Passwort. Das ist schon mal klar. Ich könnte auf jeden Fall das jetzt runterholen. Da will man das Passwort ja auch bekommen, ne? Jetzt hier. Ach so, ich kann das nachher nur mit dem Elum holen, ne? Passwort. Meine Güte. Ja, dann schauen wir mal, was hier oben hat. Ah ja, da haben wir Steine. Das ist auf jeden Fall schon mal klar. Ah, hi. Du willst das Passwort haben, ich weiß. So, jetzt haben wir auf jeden Fall Steine hier. Das Passwort kriegen wir auch sofort. Ich will aber erst Energie kriegen. So. Speichern. Dann damit runter. Ja. Gefällt mir nicht so wirklich. Ich glaube, ich mache das ein wenig anders. Ich nehme den, fahre damit runter und werf das von hier aus, wenn das geht. Ja, es geht von hier. So, mal schauen. Was reicht denn so, würde ich sagen. Hört man gar nichts explodieren, weil es nicht im Bildschirm ist. Geilo. So. Dann damit runter. Ich muss mal schauen, ob das schon reicht. Jo, alles klar. Das machen wir erstmal. Ich hab's schon wieder vergessen. Zweimal. Ich meine, das wäre sogar dreimal das Gelbe gewesen. Einmal das Blaue, nochmal das Gelbe. Ach so. Gelb, blau. So. Gelb, blau. Hi. Jo, mach ich. Jo. So, jetzt bin ich mächtig, Junge. Jetzt zeige ich euch mal gleich, wo was da abgeht. Und werde alles in die Luft sprengen. Als Rötsch habe ich auch noch Steine, ne? Mal gucken, ob das auch geht, rein theoretisch. Na, Moment. Mann! Ne, Steine gehen nicht. Na gut, dann muss ich mir halt irgendwie mehrfach diesen Zauber abholen. Ist ja auch nicht so schlimm. Vielleicht treffe ich ja gleich mal ein bisschen mehr als nur eine. Danke. Und dann ab nach unten. So, rein theoretisch. Ich will mich jetzt nicht in die Luft sprengen. So, es sind beide down. So, und jetzt kann ich hier auch mal einen nehmen und die wegschauen. Du Scheißteil. Bounce. So. Jetzt haben wir's. Danke. Dann kann ich dich jetzt mitnehmen, mein liebes Elmu. Ich glaub schon. So, dann fahren wir nach oben und dann können wir mal gucken, wo es weitergeht. So. Nein. Komm mit. So. Yay. Abe musste zum Tempel. Es gab keine Wahl.
Wir sind auf jeden Fall auf dem Weg zum Tempel. Das ist schon mal klar. Jetzt müssen wir hier auch auf jeden Fall wieder Teile benutzen. So. Oh, wow. Junge, seid ihr scheiße? Okay, alles klar. Gott sei Dank habe ich zwischendurch noch auf den Schnellspeicherknopf drücken können. Ohne Witz. Ja, da kommen wir gehen nochmal zurück. Hier haben wir ja nichts zu erwarten. So. Dann müssten wir das jetzt irgendwie eigentlich schaffen. Na, nochmal. So. Nochmal. Ich denke mal, wir müssen halt immer so spät wie möglich abspringen. Ja, so fast haben wir es jetzt gleich. Meine Güte, diese Sprungpassagen, ne? Die sind ja echt... Okay. Alter, da musst du echt wirklich so spät wie möglich losspringen. Boah, ich habe gar nichts mehr gesehen. Aber gut, haben wir geschafft. Wunderbar. So. Dann schauen wir mal, was hier noch steht. Lauf. Elum, Lauf. Elum heißt das. Elum. Okay. Dann haben wir ja schon wieder die gleiche Geschichte. Das ist ja echt immer interessant. Das war wohl nicht richtig. Vielleicht muss ich auch ein bisschen so laufen. Erstmal hier so runter. Okay, jetzt bewegen die sich. Okay. Jetzt muss ich nur sehen. Okay, da geht's runter. Yo. Bleib da oben erstmal. Dann springe ich hier hoch. So. Ich weiß nicht, was ausreicht an Höhe. Anscheinend das. So. Hm. So. Nee, das reicht nicht aus. Und nochmal neu laden. Ah, schauen wir nochmal kurz. Was hat denn ausgereicht? Das, ne? Nee, es hat nicht ausgereicht. Alles klar. Dann noch ein Stückchen weiter zurück. So. Das muss auf jeden Fall ausreichen. So, hier speichern wir jetzt nochmal. So, jetzt haben wir auch den Checkpoint erreicht. Jetzt habe ich auch wieder einiges aufgenommen. Ich glaube, ich mache jetzt hier wirklich mal einen Cut. Ich muss mal gucken, wie viele Gigabyte ich jetzt wieder vorgepackt habe. Wahrscheinlich ein halbes Terabyte voll geladen. Dann speichern wir jetzt hier auch nochmal. Speichern. So, jetzt haben wir es definitiv. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Ich weiß jetzt nicht, wann ich nochmal aufnehme. Ich muss das erstmal jetzt stundenlang rendern. Und dann sehen wir einfach mal weiter. So, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hatte auf jeden Fall Spaß. Wir sind echt weit gekommen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Und bis dann. Tschüss.